Ich beginne aber auch mit einem kleinen Zitat aus der Erklärungswelt der Juristen, eigentlich dem höchsten Werk der Erklärungswelt der Juristen, mit einem Zitat aus dem Grundgesetz, mit zwei Sätzen, von denen man vielleicht sagen kann, ohne den Schöpfern dieser Sätze zu nahe zu treten, dass wenige Teile des Grundgesetzes so viel für Verwirrung gesorgt haben und so viel Ungutes geschaffen haben, wie die ich jetzt zitieren will. Artikel 14 Absatz 2, Eigentum verpflichtet. Hier schließt sich schon die erste Frage an, wozu? Aber es wird dann zumindest ein bisschen versucht zu erklären, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Ich habe nur 15 Minuten. Ich komme nicht dazu, hier das Wohl der Allgemeinheit umfassend zu definieren. Ich kann nur sagen, dass es im Umverteilungsstaat moderner Prägung es sich im Wesentlichen um das Wohl einzelner Gruppen handelt und um den Profit einzelner Gruppen. Man könnte einen Staat möglicherweise konstruieren, in dem das nicht so wäre. Das wäre ein Nachtwächterstaat, ein idealer Rechtsstaat ohne Umverteilungskomponente. Wir haben aber einen Staat mit hoher Umverteilungskomponente. Und hier ist das Wohl der Allgemeinheit nur ein Vernebelungsbegriff, um vom Wohl einzelner in bestimmten Situationen wirkungsmächtiger Gruppen zu sprechen. Das Eigentum soll also, wenn wir uns das übersetzen, bestimmten Gruppen, die in der politischen Debatte sich zu einem bestimmten Punkt durchsetzen, auch dienen. Und man muss leider sagen, diese Politik war sehr erfolgreich. Es ist so. Das Eigentum dient allen möglichen Menschen, von denen die Eigentümer selbst nur ein kleiner Teil sind. Warum ist das schlimm? Es ist aus zwei Gründen schlimm. Einer ist der Grund im engeren ökonomischen Sinne. Dadurch, dass sehr stark in Eigentumsrechte eingegriffen wird, einerseits von Steuern, andererseits durch Regulierungen vieler Art. Ein Mensch darf heute nicht entscheiden, wer in seinem Mietshaus wohnt, ob in seinem Restaurant geraucht wird oder nicht. All diese genuinen Eigentümerrechte werden durch staatliche Regulierung konterkariert und aufgehoben. Es waren nur zwei ganz primitive Beispiele, es würden einem viele einfallen. All das zerstört Anreize zur Investition, zerstört Anreize langfristiger Werteschaffung. Das ist ganz klar. Das ist das ökonomische Argument im engeren Sinn. Also, dass das Eigentum dem Allgemeinwohl dienen soll, dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll, hat für die Allgemeinheit, in diesem Fall nicht für die Interessengruppen, für einzelne Interessengruppen, sondern für wirklich alle, negative Folgen, weil es dazu beiträgt, dass weniger Kapital geschaffen wird, weniger investiert wird. Das ist erstmal die quantitative Analyse. Da dieser Punkt schon relativ bekannt ist und viel diskutiert ist, handle ich den mal so kurz ab und sage, die Eingriffe in die Eigentumsrechte haben negative ökonomische Folgen. Wir merken das, also ganz offensichtlich ist das zum Beispiel so auf dem Immobilienmarkt. Wir reden von Wohnungsknappheit in einer Phase, wo die Menschen, die investieren könnten, die Wohnungen, die Häuser bauen könnten, in einer Weise stranguliert werden, dass es wirklich schon außerordentlich unappetitlich wird, wenn man sich das anguckt. Der ökonomische Punkt. Aber ich will auf einen anderen Punkt hinaus. Ich habe heute Vormittag schon von Moral geredet. Irgendwie beschäftigt mich dieser Punkt gerade. Und die Folgen der Eingriffe in das Eigentumsrecht haben Folgen, die über das Wirtschaftliche im engeren Sinne hinausgehen. Weil Eigentum bedeutet mehr als nur reine Verfügungsgewalt über etwas. Das ist wichtig und das ist entscheidend und das brauche ich, um handeln zu können. Es bedeutet aber auch die Möglichkeit, mich von anderen abzugrenzen. Dinge zu tun, die nicht der Mehrheitsmeinung entsprechen. So zu leben, wie ich es will. So zu investieren, wie ich es will. Mit den Menschen nach Regeln zu verkehren, mit denen ich es will und nach den Regeln, auf die ich mich mit diesen einige oder die ich selber bestimme in meinem Eigentum. Das ist ganz entscheidend für eine freie Gesellschaft. Wenn wir diese Möglichkeit, eigenverantwortlich zu handeln, ersetzen dadurch, dass das, was die Mehrheit irgendwie sich denkt, und zwar ganz unabhängig davon, ob es dann wirklich die Mehrheit ist oder nur eine irgendwie
wahrgenommene Mehrheit, das kann man im Einzelfall vielleicht gar nicht so bestimmen, wir also das ersetzen, das Recht mit meinem Eigentum, zuerst mit meinem Körper, dann mit weiterem Eigentum, was ich besitze, das zu machen, was ich für richtig halte, ohne Begründungszwang, dann schränken wir Freiheit ein, und zwar ganz genuin. Und auch das hat wieder eine Gemeinwohlkomponente im weiteren Sinn. Wir schränken die Möglichkeit ein, Dinge auszuprobieren. Wir schränken Vielfalt ein. Der Eingriff in Eigentumsrechte, in die Möglichkeit, selber zu entscheiden über ganz simple Fragen, schränkt Vielfalt ein, führt zu Uniformität. Eine Eigentümergesellschaft ist eine vielfältige Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der in das Eigentum hereinregiert wird, ist eine immer mehr uniforme Gesellschaft. Und zwar trotz aller Vielfalt auf der Oberfläche. Trotz allem, was wir sagen, es gibt ja verschiedene Kulturen, das stimmt, aber die Kultur, ein Restaurant aufzumachen, in dem geraucht werden darf, die gibt es nicht. Und das sage ich, als relativ aggressiver Nichtraucher. Trotzdem denke ich, dass es eine Aufgabe oder dass es wichtig ist, dass Eigentumsrechte so weit wie möglich gehen. Dass Menschen, die über Eigentum verfügen, entscheiden können, was passiert. Dass Menschen, die eine Sache durch ihre Investition, durch ihre Arbeit schaffen, entscheiden können, und zwar so weit, wie es irgendwie möglich ist, ohne in die Eigentumsrechte anderer einzugreifen, entscheiden können, was da passiert. Das gilt auf der privaten Ebene. Das ist ein unwahrscheinlich wichtiges Thema der Privatheit einfach, dass ich in meinem Eigentum entscheide. Und dass ich entscheide, wer mein Eigentum betritt zum Beispiel. Die Staatsaufgabe, wenn es denn eine in diesem Zusammenhang gibt, ist vielleicht, dass alle, die mein Eigentum mal betreten haben und denen ich das gestattet habe, da auch wieder raus können. Sonst würde ich auch sagen, es ist Freiheitsberaubung. Aber jemanden da nicht reinzulassen in mein Eigentum, das ist mein ganz genuines Recht. Das ist auf einer höheren Ebene, auf einer sozusagen staatspolitischen Ebene mit einigen Abweichungen übrigens auch ein entscheidender Unterschied, der oft in dieser ganzen Migrationsdebatte vergessen wird. Reinlassen ist etwas anderes, als Leute daran zu hindern, wieder rauszugehen. Man hörte gerade sehr unsinnige Debatten zum Beispiel über etwas, was die Ukraine davor hat, was in sich aus anderen Gründen wieder unsinnig ist, nämlich Menschen nicht mehr über ihre Grenze reinzulassen. Es ist trotzdem was anderes als das, was die kommunistischen Staaten früher gemacht haben, haben die Leute nicht wieder rausgelassen, die einmal in ihrem Bereich waren. Das ist ein genuiner Unterschied. Und genau das trifft auch bei Eigentum zu. Eigentum ist eine Voraussetzung für vieles, was in einer freien Gesellschaft, im freien Zusammenleben unverzichtbar ist. Das ist zum Beispiel eine Voraussetzung für Verträge. Ich kann nur sinnvoll Verträge machen, wenn ich über das, was Gegenstand des Vertrages ist, auch wirklich verfüge und mir nicht ständig da jemand hereinredet. Trotzdem gibt es eine Tendenz, Eigentum in Deutschland immer mit einem Aber zu versehen. Ja, wir sind für Eigentum, aber Gemeinwohl und überhaupt, es gibt ja moralische Grenzen und es gibt ja wirklich das Gute. Und drum haben wir eine Tendenz, immer weiter in Eigentumsrechte einzugreifen, sie immer stärker zu regulieren. Dieses Recht zu entscheiden, was ich mit meinem Eigentum mache, wer auch immer mit seinem Eigentum macht, immer weiter einzuschränken. Und leider spielen viele Eigentümer oder potenzielle Eigentümer dieses Spiel mit. Und das ist eine der ganz gefährlichen Tendenzen, die wir immer wieder haben. Ebenso wenig wie Unternehmer oder Kapitalisten automatisch die besten Verteidiger des Kapitalismus sind, sind Eigentümer automatisch die besten Verteidiger von Eigentumsrechten. Wenn das so wäre, würde die Situation in Deutschland gar nicht so schlecht aussehen. Denn wir haben relativ viele Eigentümer in vielen Dingen. Trotzdem ist die Meinungsmacht der sozialen Umgebung von Menschen unglaublich stark. Es ist eine sehr starke Kraft da, die sagt, so, aber du bist zwar Eigentümer, der gehört das, aber du weißt doch, es ist doch gut, das so und so zu machen. Es ist doch gut, ein Sonnendach, ein Solarpanel auf dein Dach zu bauen. Ist doch gut. Ist auch gut, wenn bei dir nicht geraucht wird. Wir verbieten es sicherheitshalber in deinem Restaurant noch. Aber eigentlich würdest du es doch schon selber so machen. Und dieses Denken setzt sich immer weiter durch. Leider. Das ist eine Beobachtung bei sehr vielen Dingen. Ich habe neulich einen ganz anderen Zusammenhang, einen kurzen Text über CSR,
Corporate Social Responsibility geschrieben. Da geht es um Responsibility. Da geht es um genuine unternehmerische Eigentumsrechte. Und die Politik denkt sich alles Mögliche aus. In Brüssel wird sich dieses und jenes ausgedacht. Aber es gibt von Unternehmensverbänden viele Willensbekundungen, die sagen, dass diese Corporate Social Responsibility doch nun wirklich mal staatlich geregelt werden sollte. Dann könnte man seiner Verantwortung besser gerecht werden. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Leute, wie Unternehmer, Eigentümer ihre Rechte sozusagen im vorausschauenden Gehorsam abgeben. Und auch diese Tendenz haben wir auf ganz vielen Feldern. Leute passen sich an. Und das Erfolgsgeheimnis des Kapitalismus ist nicht, dass sich alle der Mehrheitsmeinung anpassen und alle das machen, was viele für schön halten. Um es brutal zu sagen, würden wir dann noch auf den Bäumen sitzen. Das Erfolgsgeheimnis ist, dass Menschen die Ressourcen haben, die Möglichkeit, die Kraft, den Mut, etwas zu tun, was andere für vollkommen unsinnig halten, möglicherweise in diesem Moment, was die Mehrheit für unsinnig hält. Und das geht nicht ohne Eigentum. Das kann sozusagen karikiert werden ohne Eigentum, indem Staaten so etwas fördern. Dann sind es aber nur wiederum Dinge, die getan werden, nicht mit persönlichen Ressourcen und ohne wirkliche Verantwortung für das, was getan wird. Letztlich Neues probieren und die Folgen testen und zu sehen, ob es nützlich ist für einen selbst und auch für andere, vielleicht damit ganz reich zu werden oder vielleicht damit auch ganz arm zu werden. Das geht nur auf der Basis von Eigentum und nur so entsteht tatsächlich Neues. Und das kann man auf vielen Bereichen verfolgen. Und es ist schon auffällig, dass viele der großen Innovationen, die auch gegen die Mehrheitsmeinung sich durchgesetzt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, eben nicht aus Europa und nicht aus Deutschland kommen. Hier geht es um Detailverbesserungen, die unstrittig sind. Das ist Deutschland auch ganz wunderbar in diesen Detailverbesserungen. Die deutsche Ingenieurkunst ist in dieser Richtung groß. Aber viele der wirklich die Welt verändernden Erfindungen sind in den letzten Jahrzehnten hier nicht mehr gemacht worden. Und das liegt nicht daran, dass irgendjemand dümmer ist oder weniger kreativ. Es liegt daran, dass es keine Verfügung über Kapital gibt. In Deutschland hat schon jemand Angst, wenn jemand mit Milliarden irgendwas macht. Hier ist ja schon ein Streitfall, wenn jemand einen Fußballverein kauft. Ja? Und da geht es noch weiter, wenn wir über größere Dinge reden, die noch nicht getestet sind, die vielleicht erst absurd wirken. Und gerade das in einem Moment Absurde, das noch nicht Vorstellbare, ist das, was wir mit Eigentumsrechten machen können. Wir haben also diese beiden Dinge. Ein kleines Beispiel vielleicht noch. Deutsche Firmen geben Milliarden für Elektroautos aus. Kann man dazu stehen, wie man will? Das will ich ja gar nicht bewerten. Das einzige Elektroauto, was sich weltweit verkauft und den Bedarf nicht befriedigen kann, hat ein Milliardär eigentlich aus Kanada und jetzt in den USA lebend geschaffen, den Tesla. Kann man auch drüber lachen. Ich lache eigentlich auch drüber. Aber vielleicht hat er recht. Und er hat es entschieden. Und er hat es entschieden, der macht es mit seinem eigenen Geld. Er hat erfreulicherweise viel davon. Er kann gleichzeitig noch eine private Raumfahrtfirma betreiben. Stelle man sich mal in Deutschland vor. Wenn hier Raumfahrt gemacht wird, da muss erstmal mit Brüssel abgestimmt werden und dann wird der Satellit doch nicht produziert, aus Kostengründen. Oder aus welchen auch immer. Gut. Die Verteidigung der Privatsphäre, die Verteidigung des individuellen Lebensraumes, das ist Eigentum, aber auch die Möglichkeit, gegen den Mainstream etwas Neues zu versuchen. Auch das hat als Grundlage, damit das langfristig funktionieren kann, privates Eigentum. Alles andere ist nur Fake. Wenn Staaten versuchen, Innovationen zu fördern, wenn Staaten versuchen, private Lebensformen bestimmter Art zu fördern, ist das nur ein manchmal etwas Besseres, manchmal etwas Schlechtes Substitut dafür, dass Menschen einfach entscheiden, was sie selber machen. Und dazu brauchen sie Eigentumsrechte. Und wenn wir das aufgeben und immer wieder relativieren, ja, Eigentum aber, nein, Eigentum ohne aber. Eigentum ist etwas, was wir ohne aber brauchen in dieser Gesellschaft, damit sie langfristig funktionieren können, damit wir frei leben können. Und deshalb ist das soll ja ein Plädoyer hier sein, ich bin überhaupt kein Jurist, ist es ein Plädoyer für ein Eigentum ohne jedes Aber, für möglichst umfassende Eigentumsrechte und für Eigentumsrechte, die sich nicht unterordnen dem Massengeschmack, staatlichen Interessen und nicht dem als Allgemeinwohl verkauften Partikularinteressen von irgendwelchen Gruppen, die gerade besonders laut sind. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Tamm. Ich denke, wir haben da inhaltlich, wir beide, wenige Differenzen. Allerdings würde ich Ihnen ein Aber hinterherrufen wollen. Und dieses Aber ist, also ich habe überlegt, ob ich es heute offenlege und öffentlich mache. Aber ich bin nach langen ordnungspolitischen Überlegungen dazu gekommen. Es kann doch nicht sein, dass unsere Bundesliga-Vereine privat sind. Fußball ist doch eine viel zu wichtige Sache, als dass man die irgendwie privat organisieren kann. Und es kann auch nicht sein, dass einfach so ein Bundestrainer entscheidet in der 70. Minute, ob er jetzt den auswechselt und den einwechselt. Das sollte staatlich geregelt werden. Und ich schlage vor, dass wir uns hier zusammentun als Forum Freiheit und die Speerspitze bilden der Organisation, die das proaktiv fordert. Ja, proaktiv fordern ist immer gut. Proaktiv fordern kann man immer gut. Und dann würden wir Einfluss gewinnen auf Fußballvereine. Und ich denke, dann hätten wir auch bessere Chancen, insbesondere gegen Irland und Polen, bessere Ergebnisse zu erzielen. Denn das ist für meine Begriffe klares Marktversagen gewesen.